Yo, Peace Leute und willkommen zum 15. Part von Watch Dogs 2. Wir werden jetzt erstmal die nächste Mission angehen, erstmal hier noch ein Auto ran, weil das einfach Pflicht ist. Ich bin schon mal schnell hingegangen und habe mir dieses Auto nochmal bei Auto auf Abruf geholt, weil es einfach cool ist, weil es echt ein cooles Auto ist und es ziemlich schnell ist und uns super schnell zu unserem Ziel bringt, dass es noch 500 Meter entfernt ist. Die Mission, was ist denn die Mission? Das war mit dieser Trollerin, die uns da fett getrollt hat mit ihrer doofen Scheißkatze, die mir überall hingekackt hat auf den Bildschirm, was wirklich super funny war auf die Dauer. Also ich habe mich wirklich 10 Minuten darüber bepisst. Und in dieses Gebiet müssen, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen, ne? Warte, lass mich mal kurz in der Deadstack-App nachschauen, ja, hier ganz unprofessionell. Hätte ich auch davor nachschauen können, hab ich mir nicht gemacht. Ja, genau, die Prime-8-Mission sabotieren, wäre auch oben da gestanden, aber egal. So, dann fahren wir hier mal, genauso wie es der Weg von uns will, den am besten nicht überfahren, weil da die Cops sind. So, was geht hier für eine fette Mucke, oder für eine fette Party? Ah, schon bei den Sons of Ragnarok müssen wir hier, ja genau, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen. Hey, du da unten. Ja, gut. Was geht, Retro? Gooli! Entschuldigung. Die Suns setzen schon lange Kreditkartenskimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Prime 8 Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Prime 8 eine Kopie. Skimmt es? Noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Aber ich kenne das überhaupt nicht mal. Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Ja, würde ich auch sagen. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihn die Operation. Ich brauche aber kein Glück, weil ich kann's eh. Okay. Versauen wir ihnen ihre Operation, damit sie ein bisschen pisst hier sind. Die sind aggressiv werden. Und da ist aber mal Nacht geworden. Zerstöre die manipulierten Geldautomaten. Okay. Die Mucke finde ich gut. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die Mucke finde ich gut. So, ich würde sagen, wir holen erstmal unseren Heli raus. Ah, die Mucke ist echt gut. So, ein bisschen rumfliegen. Zerstör die Automaten, wie du willst. Wie ich will? Ja, aber ich muss dafür ja wahrscheinlich Granaten einsetzen, ne? Ist hier nur ein Gegner? Ne, da wurde mir gerade noch irgendwas markiert. Okay, ja, wir müssen auch drauf zeigen, damit es markiert. Ein bisschen höher fliegen, damit er uns nicht sieht. Ich wollte ihn echt... Das ist eigentlich ganz nett, wenn der da oben bleibt, oder? Aber nee, ich hole ihn trotzdem zurück. So, da sind zwei. Gar nichts, Alter, gar nichts. Bru will nur chillen. So, das Tor, warte mal, wo ist denn der Schlüssel? Hier müsste irgendwo ein Schlüssel sein dann. Nee, sieht gerade gar nicht so aus. Okay, da ist eine rote Leitung. Hier könnten wir auf jeden Fall hoch. Du betrittst ein Sperrgebiet. Ja, ich weiß. Gehen wir mal hier nach unten. Verdammt, da ist einer. Da sind zwei. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Jetzt haben sie uns entdeckt und ich sterbe gleich. Okay, gut. Gut, in dem Haus sind welche, das hätte ich jetzt, hätte ich mir denken können, aber, weil da war auch ein Geldautomat, das hätte ja eigentlich klar sein müssen, aber den Geldautomat habe ich tatsächlich komplett übersehen, dass der in dem Haus ist. Okay, heißt, da sind welche in dem Haus, heißt, wenn wir runterspringen, müssen wir sofort in Deckung. Oh, das sind aber drei Leute, ne, das wird richtig böse, weil wir die, weil wir haben diese Elektroschockgranaten, ich glaube, die machen keinen Sound, oder, also die werden nicht laut sein, schätze ich jetzt einfach mal. Dann könnten wir eigentlich damit arbeiten. Falls das funktioniert, weiß ich ja nicht. Wir haben ja, wir können jetzt die Dinger da hacken, diese Laserdinger auch. Was natürlich relativ geil ist. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Oh, da hatte ich gerade kurz einen Blackscreen hier, aber nicht. Das war Lack. Das lag an mir. So, wie kann ich da unten? Ich kann da unten in Deckung, oder? Ich hoffe es einfach mal. Du hast gar nichts gehört, du hast gar nichts gehört, Alter. Dann machen wir es halt doch so. Sie konnten anscheinend keinen Alarm oder sowas schlagen, was natürlich gut ist. Also ich... Kann ich die auch mit meiner Pistole, wenn ich lang genug drauf schieße? Ja, tatsächlich, funktioniert wunderbar. Da muss ich keine Nades einsetzen, das ist natürlich gut. So, da können wir noch... Datentransfer starten, ja. Mach doch mal, aber er macht's nicht. Ja, physisch, ja, ich bin dran. Na, egal, wir müssen es nicht machen.
So. Was war das für Sounds, Alter? So, wir können jetzt erstmal hier, aber kurz. Das wäre ganz wichtig. Dann können wir nämlich durch die Tore rein und raus. Oh, das merken die im Normalfall nicht. Es sei denn, ich stelle jetzt den kompletten Strom oder sowas ab, aber das glaube ich nicht. So, wunderbar. So, dann machen wir das hier mal auf. Rallt auch keiner, da ist auch kein Laser. So, da sind zwei Dudes. Wie erledige ich die zwei jetzt am besten? Vielleicht klappt es ja, wenn ich... Ich will an das Ding da. Hinten an die... Ja. Wenn ich das hier aufmache, dann interessiert es keinen von denen. Scheiße. Ich könnte es natürlich abknallen, aber... Wir kennen mich und mein Aim. Ich würde zwar eintreffen, aber den anderen dann nicht. Ich könnte das Auto natürlich... Ah, warte mal, das Auto links von denen. Oder das Bike ist ja... Ah, okay, oder einer bewegt sich... Nein, nee. Wuh? So, ich kann einfach das nehmen. Mal fahren lassen. Dann dürften die ja sich denken, was geht denn jetzt ab? Dann kann ich den hier schnell K.O. schlagen. Bin ein bisschen schneller, wenn es geht. Dann zu dem hin. Der dreht sich hoffentlich nicht so schnell genug um. Perfekt, wunderbar. Wunderbar. So, die da drin... stehen jetzt wieder auf, das ist mir aber relativ egal. Ich würde aber nicht das Tor zumachen, tatsächlich. Jetzt suchen die Gegend ab, scheiße. Schade, ich glaube, das wäre wie in... In welchem Spiel war es nochmal, wo man sie... Oh Gott. Ich glaube... Ach, fuck. Metal Gear 5, wo sie... Als wenn sie aufgewacht sind, da wussten die nichts mehr. Oh, das war ein Explosion. Geht ja schon mal gut los, diese Session, mit zwei wundervollen Toten. Schön, ja, in Metal Gear Solid 5 war es so, wenn man die niedergeschlagen hat und die aufgewacht sind, haben die nicht so wirklich gecheckt. Aber ich glaube doch, sie haben sogar das Gebiet teilweise abgesucht. Aber egal, da konnte man Leichen tragen, etc. Die habe ich dann immer in meinen... oder was heißt tragen, man konnte die damit zum Fallschirm wegholen. Und das habe ich eh immer gemacht, damit ich mehr Leute auf meiner Motherbase habe. Okay, aber das am Anfang hat schon mal ganz gut geklappt. Also wir können da auf jeden Fall mit dem Elektroschocker arbeiten und sie danach erschießen. Das hätte ich vielleicht machen sollen davor. Das habe ich aber komplett vergessen, weil ich dachte, ich wäre schnell genug weg. So, wir arbeiten mit dem Elektroschock. Waffe, weil da scheinen sie keine Alarm zu schlagen. Bei einer Schusswaffe schlagen die Alarm. Okay, jetzt hat keiner was gemerkt. Na, darf ich die jetzt? Ich will die so in etwa, ja. Ja. Go. So, der Bankautomat ist auch gleich kaputt. Oh, ne, nicht Elektroschocker. Jetzt muss ich die richtige Waffe nehmen. So. Bam. Bam. Ich weiß, das ist ein bisschen assi, ne? So schon tot in Anführungszeichen Gegner. So betäubte Gegner noch zu töten. Aber was sein muss, das muss sein, ne? So, hier machen wir es wieder genau gleich. Erst... Fuck, ich habe ja den Schlüssel gar nicht geholt. Und fuck, warum ist denn da einer? Oh, Ach, da ist ein Hund. Okay, den habe ich davor gar nicht gesehen. So, wir können den ja kurz ausschalten. Dann können wir hier durch die Tür schnell durch. Stimmt, ich habe ja komplett vergessen, mir hier das hier zu machen. Das ist natürlich blöd von mir. Habe ich komplett vergessen. So kann ich ja das Tor nicht aufmachen. Okay, der Köter da hinten, der könnte nervig sein. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Der steht da auch so kacke rum. Das heißt, es ist auch nicht sein, dass der eine Spur hat. Er soll her, kann auch von mir aus herkommen, der Hund. Das ist mir egal. Ja, ich glaube, der Hund kommt her. Ja, der hat eine Spur. Ich wollte eigentlich da Entdeckung. Wo ist denn der Hund jetzt? Ach, da läuft er rum. Was? Fraktion sich in den Kampf verwickelt. Ich hab den extra schnell niedergeschlagen. Du Wichser rufst ganz sicher keine Verstärkung. So, wunderbar. Man muss halt doch im Kampf so aufpassen vor dem Ding, das in die Luft fliegt.
Da hinten sind noch welche. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Er hat keine Verstärkung gerufen, soweit ich das richtig gesehen habe. Uah, 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 das gefällt mir gerade nicht. Ich laufe mal dem hinterher und schlag den K.O. Der müsste tot sein, ja. Das ist explodiert. Der müsste auch tot sein. Da links ist noch einer. So. Alle tot, wunderbar. Dann können wir jetzt können wir ganz gemütlich hier die Dinger ausschalten, ja? Jetzt haben wir hier keinen Stress. Nein, nein. Hier kann ich jetzt machen, okay. Ach so, ah, okay, die sind zum Kaputtmachen da. Alles klar, ich verstehe. So, der Laser kann ja auch gern wieder angehen, das ist mir egal. So, da hinten ist auch noch Geld, was ich mir auch noch mitnehmen würde, gerne. So, erstmal machen wir hier den Automaten kaputt. Deshalb hat das auch nicht funktioniert, weil der eben schon kaputt war. Zack. Das ist da drin, aber da drin... Ah, nee, oder ist das... Sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit... So, mit 18.000, das ist geil. Noch 20.000, wir hätten mein Gewehr zusammen, was ich mit meinem Sturmgewehr. So, warte mal, wir nehmen hier einfach mal den geilen Chopper hier. Machen das Tor auf und vorne einfach weg. Tschüss, Leute, Alter. Bin raus hier. Das war ja locker easy, Alter, nur zwei Tode. Ja, kann passieren, man muss ja auch ein bisschen anders an die Sache rangehen, deshalb muss man auch zweimal kurz verrecken. Aus dem Weg. Ich mag das nicht, wenn mir Leute vor meinem Gesicht fahren. Scheiß Bus. So, haben wir das doch kurz hier locker easy geschafft. Und erstmal gegen den Zaun fahren, yeah, weil ich's kann. Bisschen Wheelie maken. Oh, Jungs, oh, Wichen. Alter, Nummer geblockt. Hamster? Wixgrübel heißt es, nicht Wixgriffel. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Ah, ja, genau, jetzt ist dir egal. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Ah, haben wir das kurz geschafft. Hier kriegen ein paar Follower dazu. 27k. Natürlich, weil ich krass bin. Bam. So, das war das die Missionsreihe? Ne, wir kommen jetzt nochmal auf. Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Markus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Okay. Nach unseren Infos hat Palm 8 einen Bunker. Bunker? Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, bestimmt. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Ups. Keine halben Sachen mehr. Wrench, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Tschüss. Okay, das heißt, das wird die nächste Mission. Dann gehen wir auf die Map. Das ist da hinten. Okay, dann gehen wir da gleich mal hin. Beim Castro Theater. Entschuldigung. Und dann gehen wir mal in den Bunker hinein. Und klauen da mal den Dechiffriercode. Wir werden wahrscheinlich super gut schleichend durchkommen, wie es die ganze Zeit klappt. Irgendwie, das ist wie in den meisten Spielen. Ich versuch's schleichend, also wie zum Beispiel in einem Far Cry, ich versuch's schleichend anzufangen und meistens artet es dann aus, weil ich kacke bin darin. Ich bin froh, dass ich Metal Gear 5 damals nicht Let's Played habe, weil am Anfang, ja, da lief das noch viel schlimmer ab als hier. Weil man da eben auch mal schnell den Bildschirm tot erreicht. Aber gegen Ende habe ich es tatsächlich Metal Gear 5 gut geschafft zu schleichen, tatsächlich. Lag aber auch daran, weil ich dann natürlich immer ein gutes Equip hatte und sowas. Und Begleiter und sowas, die einem viel helfen können, die einem Gegner markieren. Gerade der Hund ist super dafür. So. Achso, ich soll draußen die Mission starten, nicht drin. Okay. Ich schätze mal, dass wir zu ihr gehen und ihr irgendwas einpflanzen in ihr Gehirn. Während sie am Leben ist, schneiden wir ihr den Schädel auf und implantieren einen Chip. Klingt doch gut, oder? Passt, finde ich, voll ins Spiel rein. Ja, dass du damit weitermachen willst. Ich hasse euch, Fixer. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das... Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben?
Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay, fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt, Loser. So hämisch, wie der grinst hat, haben wir es doch geschafft, glaube ich. Und ich finde, er hätte sie schon erschießen sollen. Also, finde ich, hätte er schon tun sollen. Ich meine, wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Ich wollte gegen den Baum fahren, das war absolute Absicht, damit ich jetzt die Karte aufrufen kann, um... Ja, gut, dann muss man auch schnell. Ich glaube, das wäre vielleicht in der Nähe oder so. Ist aber ein ganzes Stück weit weg. Ah, darf ich jetzt bitte auf diesen... auf dieses Restaurant zugreifen und dann da schnell hinreisen. Kann man da... Ach, da kann man nicht schnell hinreisen. Okay. Also nur zu den... Ach, Schnellreise ist nicht verfügbar. Warum denn? Ach, weil ich mit... Ach so, ich muss hinfahren. Okay, ja stimmt. Ich habe ja die Mission gestartet. Oh Gott, wie weit müssen wir jetzt fahren? 3000 Meter. Okay. Sollte man sich ein bisschen eine schnellere Karre holen? Ich gucke mich hier mal ein bisschen auf den Streets um. Weil sie mich eigentlich keinen Bock, mir eins zu rufen. Weg. Wichtige Fragen. Aliens versus Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekrieger zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Genau, okay, genau. Nehmen wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch 1 gegen 1. Predator. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudeln. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf? Ey, Wichser! Ich wollte neben sein Auto einsteigen. Ein Predator-Schwermeister kann mit einem Moment. Ja, der bleibt ja nur stehen. Der müsste doch zurückfahren. Ist es der Wagen, der keinen Rückwärtsgang hat? Hab ich schon mal gesagt, ist es ein Wagen, der keinen Rückwärtsgang hat? Nee, der hat einen Rückwärtsgang. Haben beide gekämpft. Was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der ist nicht mal ein bisschen schneller als unsere. Der Baumsteiger. Wer hat gewonnen? Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Nein, bitte klär mich nicht auf. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty oder der Veronica-Typ? Was? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Cool, danke für diesen tollen Dialog. Och nein, nicht noch irgendwas. Bitte nicht irgendwas mit Alien vs. Predator. Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Oh Gott. Fangen wir mit reinkommen an. Da waren wir ein bisschen zu schnell unterwegs tatsächlich. Aber ist ja auch egal. Wir sind jetzt gleich da nach diesem wunderschönen Aliens vs. Predator Gespräch. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dafür werden mich jetzt alle Leute hassen und disliken, aber ich habe den Film, oder die Filme, nie gesehen. Genauso wie ich kenne eh keine Filme, ich kenne auch Star Wars keinen einzigen. Oder was auch immer, ich bin einfach kein Filmmensch, so. Ich bin einfach kein Fan von Filmen, so. Also doch, klar, es gibt schon geile Filme, so, oh gut, so. Aber, ja, bin da halt nicht so jemand, der das wirklich aktiv guckt. Hey Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen. Hier steht man. Okay, da ist der Lüftungsschacht, alles klar. Markier den Dude mal. Oder ist es nur ein. Okay, scheint nur ein Zivilist zu sein. Okay. Haben wir schon mal ein paar markiert auf jeden Fall. So, was gibt's denn hier so zu entdecken? Gibt's was zum Mitnehmen? Lackierung, aber die juckt mich nicht wirklich. Wenn ich ganz ehrlich bin, juckt die mich nicht so krass. Hol mal deine Gun schon mal raus.
können jetzt theoretisch die schon... Wer sieht mich da von hinten? Sind da immer noch die... Die Cops sind ja immer... Ach, die stehen da wegen meinem Auto. Moment mal. So, ihr könnt... ihr könnt fahren, Jungs. Vor allem die Cops sollen weg. Tschüss, tschüss, tschüss. So, jetzt fühle ich mich besser. So, ich könnte die da schon mal erledigen, theoretisch. Ich glaube nicht, dass der andere das rallt. Nope, rallt er nicht. So, neue Pistolenmunition bekommen. Den können wir nochmal für einen Nahkampf niederschlagen. Schön, dass wir einen Song entdeckt haben. Juckt mich gerade aber relativ wenig tatsächlich in der Mission. Okay, der bewegt sich, das ist blöd. Vor allem, wenn er sich hierher bewegt, dann sieht er die Leichen. Scheint aber nicht der Fall. Kann ich eigentlich aus Deckung herausschießen? Nee. Aber so kann ich schießen. So, da oben. Der guckt gerade genau dahin, wo ich ihn haben will. Der läuft weiter. Okay, sehr gut. Okay, 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 okay. Hm. Gibt es hier irgendwas, wo ich aktiviere? Ja. Da merkt es. Der ist gar nicht tot, du. Da warst scheiße. Ach, fuck. Die weiß natürlich auch sofort, wo ich bin. Oh, nein, 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 geh in Deckung. Was will der, Alter? Will hier irgendwas rufen, ey? Ich glaub's ja nicht. Dieser Exploit ist krass. Mit Dollarzeichen. Scheiß auf den alten Skimmer-Shit. Ich weiß nicht, was Skimmer ist. Was ist das? Was soll das sein? Skimmer. Ich kenne mich nicht mit der Jugendsprache von heute aus. Ich bin doch jemand, der Alte und Digger sagt. 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 Ich sag so Wörter wie Skimmer nicht. Sorry, Bro. Aber wieder einen verdammten Anglizismen, ey. Yeah. Nice Mucke, Alter. Shut your mouth. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur perfekt. Die Chiffrierschlüssel. Los. Bin dabei oder hab's sogar schon? Hab ihn schon. Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Okay. Ja, ein bisschen. Boah, das hört sich super an. Schon wieder dich selber, Trolls. Was passiert jetzt? Ich muss ja also... Ach, nein, deaktiviere. Okay, ich soll die Falle deaktivieren. Alles klar, alles klar, alles klar. Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei. Alles klar. Das wird eine Weile dauern. Moment, da vorne fängt's an. Vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute, ich muss mich konzentrieren. Sonst gibt's keinen anderen, der gerade... Ah, doch, da hinten. Ich wollte gerade sagen, da komme ich irgendwie schlecht hin. Okay, da müsste ich von oben ein... Oh Gott, das ist sehr verwirrend. Okay, Moment, 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 Moment. Wir fangen doch da an. Ah, okay, wir können da sehr wohl was nach oben machen. Dann haben wir den hier frei. Super, den nach unten natürlich. So, super, super, super. Dann den. Am besten so, dann machen wir beide Leitungen. Okay, und jetzt muss da noch was von rechts kommen. Okay, das ist der da oben und da unten. Okay. Ich glaube, dann kommt da nichts mehr an. Na doch, doch, doch. Kommt was an. Okay, dann schalten wir den frei. Hey, 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 hey. So ein funny joke, muss ich sagen. Jetzt haben wir wahrscheinlich alles verdreht, ne? Ja, toll. Cool story, bro. So, ich mache so, dass er in beide Richtungen geht. Der muss nach unten gehen. Der muss so. Okay, ja. Jetzt können wir den hier frei machen. Den hier drehen, so. Okay, der ist da. Also von allen vier Richtungen. Wir haben bis jetzt schon so viel Zeit verbraucht. Das sieht nicht gut aus. Und natürlich kann ich da nicht drüber springen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, hier. Da muss... Okay, da müsste... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann den ja so machen, ist ja... Okay, dann den so. Dann geht er da durch. Jupp, 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 jupp.
geht hier runter. Jetzt hätten wir den von der Seite. Jetzt muss noch der von der Seite, theoretisch. Da muss hier... Ah, okay, da oben. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Einfach so. Dann den nach unten richten. Sehr schön, der ist frei. Hör doch auf damit, jetzt auf mich zu pranken. Sind zwar lustige Pranks auf jeden Fall, aber... Trotzdem, so wieder den in alle Richtungen richten. Von da kommt die, da muss ich auch hin, also scheiß erstmal auf die anderen. Okay, der ist schon richtig jetzt. Okay, wunderbar, dann hier drüben. Also ne, okay, fangen wir hier an, wenn wir hier schon lang laufen. Den nach unten erstmal. Der ist so, Moment, wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist mein Ziel? Der ist mein Ziel. Kann ich den so, den Trainer hätte ich jetzt von da, jetzt müsste von oben noch. Oben kann ich ebenfalls machen. Am besten so. Haben wir den frei. Jetzt prankst du mich wieder. Yep. Sehr, man weiß nie, wann sie einen prankt. 2 Minuten, damit komme ich auf jeden Fall super klar. So, das nächste ist da. Moment. Ne, der muss so, dass ich den darüber machen kann. Ah ne, das funktioniert doch nicht, weil der oben, der muss von da kriegen. Ja, es müsste von unten kommen. Moment, dann muss ich den einfach nur drehen. So, jetzt prankt's mich wahrscheinlich wieder. Ne, prankt mich gar nicht. War es das jetzt hier auf der Seite? Es scheint es gewesen zu sein. Ja, okay, jetzt nur noch einer. Ich muss da oben lang. Oh Gott, wir haben noch 1 Minute 30. Das ist relativ knapp, das wird sehr, sehr knapp. Das könnte gut schief gehen. Ist hier gar nichts blau? Hier ist gar nichts blau, kann das sein? Nee, hä? Hä, wie? Wie soll ich denn den hier machen? Ah, doch da. So, machen wir den da rüber. Den so. Den so. Haben wir den hier frei. Jetzt prankt es uns natürlich wieder. Haha, super witzig. So, dann sind alle Richtungen auf jeden Fall. Das scheint noch alles zu stimmen soweit. Ja. Der unten stimmt. Das muss noch von da kommen. Einfach nur nach unten. Das sollte passen. Ja, schalt den frei. Mach den darüber. Jetzt müssen wir nur noch schnell darüber rennen. Und zack. Wunderbar. Es war sehr, sehr knapp. Donut-Arschloch. Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch. Das glaubst aber auch nur du. Das war knapp. Ja. Mission abgeschlossen. Natürlich. Was denn auch sonst? Steht mein Auto da unten noch? Ja, wunderbar. Komm, wir da ja gleich mal einsteigen, ne? So, da haben wir sie kurz besiegt, Alter. Unbesiegt. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Nicht so, Alter. True. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh. Überzeug dich selbst. Ja, es hat super geklappt. 233.000 Follower gewonnen und 8 Forschungspunkte. Okay, dann würde ich sagen, die geben wir noch kurz aus. Schon wieder falsche Taste. So, Forschung. Wir können ja irgendwie auch kaum noch was machen, weil mir tatsächlich die Dinger fehlen. Sabotage. Aber ich kann Botnet auf jeden Fall. Das mache ich jetzt auch einfach mal, weil das tatsächlich gar nicht so dämlich ist. Seine Botnets ein bisschen abzugraden. Fähig. Ja, ich bin absolut fähig. Das merkt man im Spiel oft genug. Aber Hackerspace freigeschaltet. Alles klar. Ich würde sagen, das was mit diesem Part von Watch Dogs 2 im nächsten Mal, wenn wir diese 112 Nebenmission angehen. Oder $112 hieß sie, glaube ich. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen rum da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.